So. Fahren jetzt auf unsere neuen Felder und werden dort einmal Bäume zerschneiden. Na gut, dann hat's der Hocken beendet. So. Den einmal da auch essen. Gespannt. Zwar.
Das schaut aber mal gut aus. Da steht aber nämlich keiner. Ich. Nicht so extrem auffallend hat. Den wir mal wegnehmen. Die zwei nehmen wir auch auf jeden Fall zurück. Noch ein Laden. Ja, nichts, okay. Bei dem. Haben wir. Händisch.
Oh, die zwei ganz weg. Anrufen, dann gleich reingehen. Müssen wir uns halt überlegen, ob wir da überhaupt abheben. Und ich hebe ab. Ah, servus, gell. Fällt Grüß dich. mich am Boden. Servus. What's going on? Ja, alles easy, alles lebend. Mit dir, what's going on? Napfing. 30 am Hakeln, wie immer. Ja, komm gleich dazu. Fleißig am Hakeln und hier jetzt am Land auch, ne? Genau. Ich sagte, ich bin schon so hyped. Mit Daten. So. Hatte Daniela Glück gehabt. Was denn? FIFA kommt 2 Tage nach dem Hochzeitstag raus. So, was gibt's denn da zu tun? Ja, was? Ah. Ja, ich mach grad Entfernung der Baumstämme. Hat das gerade Felder pflügen? Genau, vorbereiten. Ah, die zwei Trashies fahren. Genau. Das heißt, ich kann eigentlich Scorn einsammeln gehen. Fahren. Kannst du machen, wie du willst. Alter. Oder? Was denn? Krass. Die Helfer fahren so durch das Feld, dass es nicht zerstört wird. Aber wenn ich durchfahre, oder? Tja. Alter, was ist jetzt los? Ich gehe kein Risiko ein mit der Hilfe. Alter, was haben die jetzt gemacht? Alter, was hat der jetzt gemacht? Sag mal's. Schau dir das an, Alter. Ist geil. Hoppe. Wird aber sicher nicht mehr entladen gehen. Ah doch. Aber wie geht das, Alter? Bei dem ist keine Feld Dings. Ja, weil wir es ausgestellt haben. Also das hast du ausgestellt jetzt? Ja, stell dir vor, alle Helfer hätten das an, dann wären ja unsere Felder komplett zerstört. Achso, bei den Helfern hast du das Ja, ausgestellt. sicher. Den Sag vertraue mal. ich überhaupt nicht, oder? Nein. So, das war jetzt drin. Das ist ja nicht der Überladewagen. Entladen werden. Ah, fast eh du, okay. Bitte? Fast eh du. Zum
den Dings hole ich, dass ich Stroh machen kann. Achso, weil der eine entladen werden muss. Ich dachte, der fahrt eh hin. Ja, beim einen. Ich habe nur einen dabei hingestellt. Achso. Bin jetzt so multitasking-fähig. Okay. Das ist ja Weizen jetzt, ne? Alles. Ja. Wobei das wurscht, weil ich nicht zu den Händeln dann stelle. Weil der eine bei den Händeln ist nämlich leer. Ja, dem einen ist eh schon was drin. Genau. Weil einmal habe ich schon abgeladen. Mit dem fahre ich jetzt eh hin. Und das. Und das. Danke. Ich habe eine Kornallergie. Und hat sich jetzt in deinen Mannschaften was geändert? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe meine zwei. Ich weiß halt nicht, ob es gescheit ist oder nicht. So, wie nochmal herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe. Farming Simulator! Oder wo fahrt ihr hin mit den Weizen? So. Kannst du das automatisch abladen? Wenn er voll ist, ja. Der vorderste ist voll, der hintere nicht. Bam, da stehen ja gar nicht so viele Bäume erst. Bitte? Da bin ich ja gleich durch, da stehen gar nicht so viele Bäume. Was du schon deine? Ja, ich nehme Liverpool. Schauen wir mal. Aha. Weil der eine hat eher auch angedeutet, dass es nicht nehmen wird. Das habe ich mal gedacht, okay, vielleicht. Gibt's noch mehr? Vielleicht knickt ja der andere dann auch noch ein oder so. Aber zweite weiß ich urschwer. Ich hatte einen Tipp, aber habe ich gemerkt, der ist dann doch auch wahrscheinlich schnell vergriffen. Okay. Na, ich bin mir total unsicher. Mit Arsenal. Bei Arsenal ist ja heute schon auch in der Gruppe einmal gefallen, der Name. Ja. Und heute in den Gesprächen ist er auch schon ein paar Mal gefallen, aber Na, ich meine, ich bin ein Bayern-Fan, ja? Weißt du ja. Ja. Deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass die auf jeden Fall auf seiner Liste stehen werden. Ich habe mir den Kader jetzt angeschaut, Alter. Die haben keine schnellen Spieler. In der Offensive vorne. Sané und so gar nicht schnell? Gnabry und so? Ja, aber Stürmer meine ich. Choupo-Moting, Alter, hat in FIFA 23 Tempo 60. Kane, brauche ich nicht sagen. Und ich brauche da doch auch so sprintstarke trotzdem Stürmer. Das ist etwas, das kann ich heute jetzt noch nicht beurteilen. Ich würde ja gerne die Bayern als zweite Mannschaft nehmen, aber ich bin mir unsicher. Sagen wir mal so. So, das ist gar nicht deine zweite Mannschaft. Nein, die Bayern wären dabei gar nicht dabei. Achso, du hast Bayern und ManU. Na, ich überlege mir ManU als erste Mannschaft. Mhm. Und als zweite Atletico. Atletico war halt auch schon Thema. Achso? Ja. Es sind dann eh immer dieselben Mannschaften, die Thema sind. Ja. Gut, da wird Bayern aber auch Thema sein wahrscheinlich. Ah, Bayern, es gibt nicht so viele Bayern-Fans. Oder wenig. Okay, dann wäre es eigentlich schon wieder geil zu nehmen. Also ich mein, vielleicht gibt es noch einen von den anderen, die ich jetzt nicht so kenne, aber. Wisst ihr, zwei haben ja schon quasi gesagt, was sie wollen. Zwei haben schon gesagt? Ja, der eine hat Manchester City und Arsenal und der andere hat auch gesagt, Manchester. Ich weiß nicht, ob ein zweites das sieben, aber auch Manchester City gesagt. Okay. Dass, wenn sich die zwei schon einig sind, ist schon mit Manchester City und Arsenal weg. Stimmt. Leverkusen hat der eine sogar. Wow, Leverkusen, uninteressant. Warum Leverkusen? Das hab ich jetzt erst gesehen. Ich meine, was. Mir ist auch eine Idee gekommen, das werde ich vielleicht einbringen. Was ist, wenn sich jeder seinen eigenen Avatar auch dazu gibt und macht? Hm. Wir haben auch überlegt, dass wir das mit Transfers und so machen, dass jeder zwei Spieler aussuchen darf. Aber wir haben gedacht, das wäre fürs erste Mal vielleicht zu kompliziert, weißt du, Mann? Ja, für die erste Saison nicht.
aber sein eigener Avatar, dass man den einbauen darf, weißt? Dass dann der Fritz spielt bei dir? Zum Beispiel? Ja, kannst du auch mal einmal eine Idee. Bitte? Weiß jetzt nicht, was ich davon halte, aber kannst du mal bringen, die Idee. Ja. Bayern spielen viele geile Spieler. Also Sané und so taugt mir das. Jetzt mit Kane auch geil. Kane auch, ja. Ich meine, vielleicht tue ich das wieder überbewerten mit Tempo wieder mal. Aber so von den Spielern her würde ich eher als Manchester United als erster sehen. Ich habe geschaut, wer sind da jetzt drinnen? Kader dabei. Der geil ist. Ich? Ah, du bist im Kader? Achso, ich habe nur verstanden, was geil ist. Achso. Ja, natürlich. Du. Onana kenne ich. Martinez, Varane. Gut, McGuire kann man eh vergessen. Lindelöf, Evans, Luke Shaw. Wan-Bissaka, oder fix bei mir rechts gesetzt. Casemiro, Amrabat ist dabei, McTominay, Van de Beek, oder Van de Beek mag ich auch gern. Ja, haben wir schon einen guten Kader. Fernandes, Mount, Eriksen, Hannibal kenne ich nicht. Also nur Lecter. Dann Rashford, auch einer meiner absoluten Lieblinge. Sancho, Anthony, mag ich auch gern. Material mag ich ehrlich auch gern. Also ist so vom Kader her, glaube ich. Und theoretisch kann man ja dann irgendwann einmal sagen, auch man nimmt die zweite Mannschaft statt der ersten. Weißt du, was ich meine? Hey. Was hältst du von meiner Wahl? Warte mal. Ja. Aber? Gibt's kein Aber. Nur überrascht halt, aber das habe ich eh schon gesagt. Ach, der echt Bayern ist so bam, fix eins. Vielleicht aber ja, spielerisch gesehen vielleicht ja doch besser, aber... Weißt du, ich muss ja auch ein bisschen an meinen Spielstil denken. Ja, eh. Weißt du, es ist halt auch schwer zu sagen, wir wissen auch nicht, wie sich dann FIFA spielen, wie eh am Anfang dann abgehen wird. Ja. Naja, sicher.